Ja, Leute, herzlich willkommen. Ihr seid bei den Parfümpaten gelandet. Ja, ich bin wieder da. Ich habe ja euch gestern in dem Video gesagt, dass ich noch einen drehen werde. Das habe ich gemacht, aber ich habe vergessen, den Ton einzuschalten. Ja, das war nicht so schön und ich habe mich so geärgert, ja. Aber naja, das kommt davon, wenn man alles schnell machen will und das passt halt nicht. Ja, heute habe ich für euch nochmal Sommerdüfte rangenommen. Und zwar habe ich nochmal 7 Stück rangenommen. Ja, teilweise habe ich nochmal geguckt und ihr habt nochmal Düfte gefunden, die bis 20 Euro kosten. Und die werde ich euch erstmal vorstellen. Und dann geht das mit dem Programm weiter, was ich euch gesagt habe, zwischen 30 bis 40, 40 bis 60, ja, dann werde ich das ein bisschen steigern und dann kommen halt ein bisschen teure Düfte, damit für jeden was dabei ist. So Leute, bleibt dran, gleich geht's los. Ja Leute, als ersten Duft möchte ich euch einen vorstellen, den hatte ich schon mal in einem Video drinne. Aber das ist ja halt ein Sommerduft und der ist halt sehr günstig. Und das ist der hier. Das ist von Jean en Provence, der Aqua. Ja, seid mir nicht böse, wenn ich das ein bisschen falsch ausspreche. Also nimmt mir das nicht übel. Ja, das ist ein 100 Milliliter Eau de Toilette. Ja, der wird verglichen mit den Kenzo Pour Homme, der Klassiker, den hatte ich auch. Vor Jahrzehnten war das auch mal mein Signaturduft. Damals war er auch gut. Jetzt wurde er wieder reformuliert und verändert. Und es ist halt nicht mehr das, was es mal war. Und ja, deswegen auch die günstige Alternative. Der kostet 8, 9 Euro. Wunderbar. Hält zwar nicht so lange, aber hält seine 4 Stunden stabil. Könnt danach sprühen. Für 8 Stunden, für 8 Euro ist das ja nicht viel. Ich sprühe mal den. Also der Sprüher ist ganz okay. Ja, der ist auf jeden Fall frisch, aquatisch, holzig, ein bisschen würzig, ja, ist er. Der hat Moos drin, Sandelholz, eine Rose hat da drin. Der ist sehr leicht floral, aber ist halt ein aquatischer, frischer, leicht holziger. Ein krautiger, sehr angenehm, für den Sommer wunderbar, könnt ihr nachsprühen, von denen könnt ihr auch 10 Sprüher nehmen, es spielt überhaupt keine Rolle, der ist ja auch nicht aufdringlich. Also für 8 Euro, checkt den ab, der geht in Ordnung. Ja Leute, als zweites Parfüm präsentiere ich euch ein Parfüm von Rassasi. Rassasi ist ein arabisches Haus, was sehr gute Düfte macht und für einen guten Preis. Und das ist der Rassasi Fatan, ja, Pour Homme. Und zwar ist das ein 50 Milliliter und das ist ein Eau de Parfum. Der Fatan ist extrem gut. Der ist auch schon lange auf dem Markt und ist auch sehr, sehr beliebt. Müssten auch viele kennen. Im Prinzip ist es ein Duftzwilling von Terre de Hermes EDP EDT. Ja. Er geht in die Richtung, er ist sehr schön grün, leicht krautig, da ist ein schöner Vetiver drin, ja. So Gras, Grasalz, also wie so ein grünes Gras. Ich sprühe den mal. Ja, der Sprüher ist auch ganz, ganz gut. Ja, der ist schön grün, cremig, holzig, ja, ist leicht krautig, ja, leicht so eine grüne Wiese, also ist sehr, sehr gut gemacht. Hält sehr gut, also hält seine 6 Stunden stabil. Ich sag mal so stabil. Er kann auch höher gehen und tiefer, je nachdem, wie eure Haut geschaffen ist. Ja. Und ist ein sehr, sehr guter, kostet 15 Euro ungefähr. Wirklich, wenn ihr auf die Richtung von Terre de Hermes steht, ja, dann ist der sehr, sehr gut. Toller Duft. Könnt ihr auch 5, 6.
7, ja, aber nicht mehr. Der ist schon ein bisschen stärker. 6, ich würde mal sagen, 6 Sprüher ist total ausreichend. Da kommt er gut über 6, 7 Stunden hinweg. Und er wird gut wahrgenommen. Er hat eine gute Performance. Er hat eine gute Sillage. Ist toller Duft. Ja, Leute, als dritten Duft stelle ich euch ein Duft von Nautica Voyage vor. Ja, das ist der hier. Das ist ein 100 Milliliter und Eau de Toilette ist das. Und der Nautica, der ist in den Staaten bei Amazon ja, verkaufsmäßig ganz oben gewesen, sehr beliebt ja, bei den Amis. Und das ist ein sehr schöner, ja, aquatischer, Floralnoten hat er. Er hat Holznoten drin, er ist ein frischer. Ja, fruchtig ist er, hat eine Apfel drin, Vetiver, er ist schön grün, grün, aquatisch, leicht fruchtig, aber ja, floral, aber man nimmt so eine aquatische Note wahr, wobei die gar nicht angegeben ist. Das machen natürlich die floralen Noten mit den Vetiver. Er hat Moschus drin, er hat Amber drin, das ist ein wirklich guter Duft. Hält seine 4 Stunden, sagen wir mal so, aber den bekommt ihr für, ich weiß es nicht, 15, 20 €, je nachdem, das schwanken die Preise bei denen. Aber den kann man benutzen. Ich habe ihn nicht so oft benutzt. Ich weiß auch nicht warum, aber gut, bei der Menge gehen manche Düfte halt leider unter. Aber ich werde mal zusehen, dass ich den Sommer den ein bisschen mehr ja, rannehme. Der ist ja sehr angenehm frisch und kann man benutzen im Sommer. Kommt gut an. Leute, als vierten Duft präsentiere ich euch ein Parfüm von dem Haus Latafa. Latafa ist auch ein arabisches Haus, also aus dem Mittleren Osten. Und Latafa macht auch ja, sehr gute orientalische Düfte. Ist ja nun mal so, kommt aus dem Orient. Aber der hier, das ist der Oud Naidia. Ja, das ist der hier. Den hatte ich schon mal vorgestellt, aber das ist auch ein schöner Sommerduft und Kategorie bis 20 € passt der nun mal rein und deswegen stelle ich ihn nochmal vor, falls auch Leute das erste Video oder zweite Video, ich weiß gar nicht, wann ich das vorgestellt habe. Jedenfalls ist das der Flakon sehr schön, also richtig schwer, schönes Muster drinne. Oh, der Deckel ist richtig schön schwer. Ja. Das ist ja, der ähnelt sehr den von Paco Rabanne Invictus Aqua und den Rasasi Havas. Das ist genau so ein Zwischenteil. Er ist ja, er ist Bubblegum ist er. Ja, auf jeden Fall. Er ist süß, fruchtig. Er hat eine aquatische Note drin. Ja, er ist holzig. Er ist ein leicht orientaler. Ja. Ich nehme eine kleine Rose wahr. Also es ist ein sehr toller Duft und er hält sehr, sehr lange. Aber man muss schon ein bisschen auf die süße Schiene stehen. So, ja. Er ist schon süß. Er hat dieses Bubblegum. Dieses Bubblegum bleibt auch so 2 Stunden bleibt das schon süß. Und dann wird er so holzig, würzig leicht. Ja. Es ist ein toller Duft. Ich spüre nochmal, der Sprüher ist sehr, sehr gut. Und von denen braucht ihr nicht viel sprühen, weil das ist ein Eau de Parfum. Also ich würde sagen 5, maximal 6 Sprüher, dann ist gut. Also der hat eine gute Haltbarkeit, der hält seine stabile 6 Stunden und den bekommt ihr schon unter 20 €. Checkt den ab, der geht in Ordnung. Ja Leute, als fünften Duft präsentiere ich euch einen von Calvin Klein. Und zwar ist es der Eternity Summer. Also Eternity for Men Summer 2016 ist das. Das ist ein 100 Milliliter Eau de Toilette. Ist ein sehr schöner Duft, muss ich erstmal sagen, eins vorweg, aber er hält nicht lange. Das ist das Problem. Der Duft, die Duft-DNA ist fantastisch für den Sommer. Aber ihr müsst viel nachsprühen. Also wirklich, nach 4 Stunden könnt ihr sprühen, dann ist der Duft schon ja, verflogen, sagen wir mal so. Aber ich sprühe den mal, also der Sprüher ist sehr gut. Ja, er hat eine Limette, eine Bergamotte, die riecht hier sofort, die ist so schön angenehm.
Er hat Basilikum drin, er ist leicht krautig, ja. Er hat eine salzige Note drin, er ist leicht cremig, ja. Er hat Amber drin, Moschus drin, ja. Er ist ein schöner, cremiger, cleaner Sommerduft mit der Bergamotte, ja. Zitrone halt, ja. Wunderbar, leicht balsamisch, aber ganz leicht, aber das machen die Kräuter da drin, ne. Er geht in Ordnung, aber wie gesagt, hält leider kaum. Ja. Und das ist sehr traurig, weil der Duft allgemein ist ja ein schöner Duft. Aber was nützt das, wenn er nur 4 Stunden hält? Also trotzdem stelle ich euch ihn vor. Ich habe den nun mal in meine Sammlung und ja, den kriegt ihr auch schon so um die 20 Euro. Als sechsten Duft stelle ich euch ein Parfüm vor von dem Haus Amaf. Amaf ist auch kommt auch aus dem Mittleren Osten, also ein arabisches Haus, ja, was auch sehr, sehr gute Düfte macht, ja, wirklich. Und das ist der Tres Nuit Pour Homme. Das ist ein Eau de Toilette. Ja, der wird gerne verglichen mit dem Green Irish Tweed von Creed. Ja. Ja, kommt auch sehr gut hin, sagen wir mal so. Und er ähnelt auch den Davidoff Cool Water. Oder ja, die ähneln den, nicht? Cool Water war schon lange auf dem Markt, bevor der oder Creed weiß ich nicht, aber ich glaube, selbst Creed ist später gemacht worden. Ich sprühe den mal. Ja, auf jeden Fall geht er in die Richtung von. Ja, Davidoff, sage ich mal, er ist grün, krautig, ja, hat auch so eine gräserne Note. Er hat eine Iris drin, ja, die ist leicht pudrig. Er ist krautig, ist ein guter Sommerduft, aber ist jetzt keine neue Erfindung, sagen wir mal so. Aber ich sage mal, den kriegt ihr für 15, 16, 17 Euro. Kann man sich antun, hält seine 4, 5 Stunden. Ja, wenn man halt diese Richtung Cool Water mag, dann ist der eine Alternative. Aber Cool Water ist ja auch nicht viel teurer. Aber ich stelle euch den vor, weil ich den in meine Sammlung habe. Er ist in Ordnung. Er ist, wie gesagt, er ähnelt Davidoff Cool Water sehr. Und den Creed Green Irish Tweed. Ja. Checkt den ab. Kriegt er hinterhergeschmissen. Tolle Düfte. Ja, Leute, als siebten Duft kommt einer von Davidoff nochmal. Und zwar ist das der Davidoff Cool Water Intense. Das ist ein Eau de Parfum. Ich habe mir nur einen kleinen bestellt, weil ich wollte erstmal gucken, wie der riecht. Weil da sind nur drei Duftnoten oder drei Inhaltsstoffe angegeben. Und zwar ist das grüne Mandarine, Kokoswasser und Amber. Okay, ich kann euch garantieren, da ist mehr drin. Ne? Ja, er ist sehr. Man riecht das Kokoswasser riecht du raus, die Mandarine riecht du raus. Also der Sprüher ist ganz gut. Also die Mandarine, Kokoswasser, Amber nimmst du wahr, aber ich rieche da noch ein Ambroxan raus. Und Ambroxan, ich habe das ja in meinen Videos immer erwähnt, ist halt jetzt nicht unbedingt meine Favoriten-Duftstoff. Ja. Ich sag mal so. Aber er ist sehr stark und er hält sehr lange. Und er ist ein frischer, ja, leicht cremiger Kokoswasser. Ja, leicht animalischer, leicht eleganter, so ein bisschen. Ja, Oldschool würde ich jetzt nicht sagen, aber so Vintage-Variante, ja. Also es ist ein interessanter Duft. Ja. Wie gesagt, der Sprüher ist bombastisch, das ist nur der Kleine. Ja, er hält seine 5-6 Stunden. Ja. Und da könnt ihr auch so 5-6 Sprüher nehmen. Die kosten nicht viel. Selbst die 75 Milliliter oder die 125er, ich glaube, die kostet 25 Euro. Ich will nicht lügen, aber 75 Milliliter bekommt ihr für 17 Euro oder so. Ja, für den Sommer ist der wunderbar. Cool Water, Davidoff, ja, ihr wisst, geht immer. Ja. Checkt den ab. Ja, Leute, das waren sieben Parfüm.
die so knapp bis 20 Euro sind. Ja, ich hoffe, ihr seid fündig geworden. Irgendwas, was euch gefällt, könnt ihr mal abchecken im Netz natürlich. Da bekommt ihr halt die günstiger. Ne? Und ansonsten, ja, bleibt dran. Ich guck mal jetzt, welche Reihe ich weitermachen kann. Wie gesagt, ich bin ja immer noch in Quarantäne und ich habe Zeit ohne Ende. Ja, ich schaue mal jetzt die nächsten 7, 8 Parfüm wieder zwischen 30 bis 40 Euro. Ja. Und ja, bleibt dran und bis später.